Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem Angespielt von Land of the Vikings. Wir werden hier die Demo-Version spielen, die es auf Steam gibt. Ja, ich habe die Demo-Version auch schon selber gespielt und kann euch dann alles erklären. Wir fangen hier auch direkt an. Neues Spiel. Wir können hier von unserem Dorf einen Namen festlegen. Aber wir können uns ja auch automatisch verschiedene vorschlagen lassen. Nehmen wir mal Holdgate. Map kann man aktuell nur die Demo-Map spielen. Und Schwierigkeitsgrad ist auf normal festgelegt. Wir können dann noch unser Banner anpassen. Ah, die Farbe können wir einstellen. Und ah, zum Beispiel hier rot und blau. Und dann, das ist der Baum des Lebens. Nehmen wir das ruhig mal. Jawohl. Okay. Und los geht's. Wir können in der Demo-Version die ersten 30 Tage spielen. So. Und da sind wir im Spiel. Das Tutorial brauchen wir nicht. Wir haben hier unten rechts verschiedene Möglichkeiten, die Zeit einzustellen. Jetzt erstmal auf Pause. Und das hintere ist fünffache Geschwindigkeit, meine ich. So, wir können rauszoomen. Einzoomen. Kamera drehen. A mit Q und E. Oder auch, wenn wir die die mittlere Maustaste gedrückt lassen. Da kann man sich das entsprechend einstellen. So. Dann haben wir oben unsere Ressourcen eingeblendet. Das ist Holz. Das sind Holzbretter, also Holz, das weiterverarbeitet wurde. Steine. Dann weiterverarbeitete Steine, Ziegel. Und das ist unser Geld. Silber. Hier haben wir gespeicherte Nahrung. Und wir haben in dem Spiel auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Und der wird dann hier dargestellt. In welchem Jahr wir uns befinden, welcher Tag, wie viele Bewohner wir haben. Und wir haben hier auch eine Zufriedenheitsanzeige. Und was hier ganz schön ist, die größten Unzufriedenheitsprobleme, die werden dann hier auch direkt im Tooltip angezeigt, sofern wir denn welche hätten. Zum Beispiel, dass die Bewohner keine Unterkunft haben oder sie im Winter frieren müssen. Solche Dinge werden dann auch hier direkt angezeigt. Dann haben wir hier unser Ansehen, Fame. Und unseren Verteidigungswert. So. Jetzt haben wir in der Demo verschiedene Aufträge zu erfüllen. Erstmal sollen wir Holz und Stein sammeln. Und zum Steuern unserer Bürger haben wir hier einmal dieses Symbol zum Holzhacken. Da können wir einfach über die Bäume gehen und die markieren. Die Bäume, die gefällt werden sollen, die wachsen dann mit der Zeit auch nach. Vorausgesetzt, wir bebauen den Boden nicht, wo wir die Bäume gefällt haben. Ja, und klar, je näher wir an unserer Siedlung die Bäume fällen, desto effizienter sind wir natürlich. So, dann noch ein paar Steine. Und hier haben wir die Möglichkeit, Gebäude zu bauen. Da zum Beispiel Häuser als Unterkunft. Da werden dann auch die entsprechenden Kosten angezeigt. Und ja, wir gehen einfach mal hier. Lass uns vom Tutorial führen, von der Demo. So, jetzt sollen wir hier im Sägewerk Arbeiter zuweisen. Das geht hier drüber. Und was hier sehr schön gemacht wurde, hier wird schon mal angezeigt, welches Talent besonders wichtig ist für diese Arbeiter. Und man hat hier eine Sortierfunktion. Und dann, ich meine jetzt hier zum Beispiel angezeigt, Stärke 2,5. Zack. Und wir können uns entscheiden, jetzt entweder das bei einem Arbeiter zu belassen oder halt noch einen einzustellen. Nehmen wir noch einen. So. Und wir öffnen das Ganze noch.
Dann haben wir das schon mal erfüllt. So, jetzt sollen wir 3 Holz, 20 Steine und 32 Bretter haben. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Wir sollen einen Marktplatz bauen. Ja, den Marktplatz, den können wir ganz zentral positionieren. Ja, Marktplatz. Wir können den Marktplatz drehen. Wenn da eine Straße in der Nähe wäre, dann könnte sich das auch direkt an die Straße andocken. Wir wollen mal erst eine Straße. Mit rechter Maustaste kann man die Auswahl wieder schließen. Dann hätten wir, machen wir das mal, wollen wir eine großzügige Straße. Hier so lang. Hier in einem Bogen. So. Mal so. Wir gehen schon mal in die Richtung. So, und jetzt können wir... Also die Gebäude sind noch nicht an der Straße angedockt. Was machen wir jetzt? Einfach so. Einmal dahin ziehen. So, wunderbar. Ich habe direkt von mir präsentiert, wie es richtig geht. Meine ersten Versuche waren nicht so geschmeidig. Okay. Und jetzt mal schauen, ob das mit dem Andocken auch funktioniert. Ah. Okay. Jetzt war Marktplatz nicht. Aber ist auch eine Alpha-Version. Entweder ist eine Alpha-Version oder es liegt an mir, dass ich es noch nicht hundertprozentig drauf habe. Wir können hier die Verbindung auf jeden Fall ziehen. Wir warten erstmal, bis das Gebäude gebaut wurde. So. Wir haben hier noch keine Bauarbeiter zugewiesen. Nochmal manuell nach oben schrauben. Wir haben ja auch ein Verwaltungsmenü. Da kann man das Ganze auch noch global einstellen. Also hier die Arbeiter, die sammeln halt die Ressourcen ein. Die Bauarbeiter, die bauen die Gebäude. Ah, dann gibt es halt nachher noch welche, die im Marktplatz tätig sind und welche, die in Lagerhäusern tätig sind. Und hier hat man auch noch eine Möglichkeit. Ah, okay, das wird automatisch eingestellt. So. Ja, und hier haben wir eine Übersicht unserer Bevölkerung. Erwachsene, Kinder, Babys und dann auch noch nach Männlein und Weiblein getrennt. Das hier ist übrigens der Tech Tree, also der Baum des Lebens. Wir können jetzt hier direkt in die Richtung weitergehen. Da können wir Landwirtschaft betreiben. Oder hier können wir auch kleinere Dinge verbessern. Also einen passiven Trade. Arbeiter arbeiten 1% schneller. Oder hier sind 1% glücklicher. Hör mal, hier diese kleinen Trades investieren. Schneller arbeiten, glücklicher sein. Ah, ja, beides mal gebufft um 2%. Jetzt haben wir hier schon einen, der obdachlos ist. Und neue Häuser können wir auch hier rüber bauen. Ja, für die besseren Häuser, da bräuchte man halt richtige Ziegelsteine. Und ja, jetzt wollen wir halt noch die schlechteren Häuser. Wir können ruhig mal... Hier. Lassen wir noch ein bisschen Platz für die Straße.
Hier mal Häuser bauen. Eins nach dem anderen. Ein bisschen beschleunigen. Ja, und reinzoomen geht natürlich auch richtig schön. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da kann man ganz nah ranzoomen. Die einzelnen Leute beobachten, wie sie am Arbeiten sind. Ah, wie glücklich sie sind. Das Dorf ist sehr dunkel bei Nacht und ist halt obdachlos. Das ist natürlich beides ziemlich schlecht. Und wie ich euch eingangs gesagt habe, hier sieht man auch schon die größten Dinge, die Leute da nicht mögen. So, um es etwas schicker zu machen, können wir Dekorationen bauen. So eine Feuerstelle gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Machen wir mal so. Kostet halt 5 Silber. Und haben wir hier so eine Laterne. So. Der Marktplatz soll Priorität haben. Kann man hier auch einstellen. Und da werden halt Bretter benötigt, ja. So. Wir haben noch ein bisschen Holz über. Aber wir schauen auch mal, dass wir noch weitere Bäume dann zum Abholzen markieren. Und die wachsen jetzt hier langsam nach. Die bereits abgeholzten. So. Da sind fast genug Rohstoffe da. Noch ein bisschen Stein fehlt. Oh, ich soll mal beschleunigen. Damit fleißig gearbeitet. So, gleich fertig. Okay. So, jetzt brauchen wir Arbeiter. Wir werden hier besonders schnelle Arbeiter brauchen, weil die sollen Ressourcen einsammeln. Dann nehmen wir mal... erstmal nur einen einzelnen. So. So, 10 Dekorationen. Wir haben ja schon ein bisschen was an Dekorationen gebaut. Wir möchten hier jetzt natürlich noch die Straße anbinden. Genau, jetzt sieht man hier den, den Punkt zum Festtackern halt. Ja. So, wir haben noch gar keine Unzufriedenheit. Also zumindest nichts, überschwänglich unzufrieden ist. So, wir sollen jetzt für die Nahrungssammlung können wir hier Nahrung einsammeln. Und wir sehen eine Effizienzanzeige. Die ist jetzt hier bei 50%. Und wenn wir ein bisschen weiter rausgehen, dafür bei 100%. Ich möchte natürlich die 100% haben. So. Das soll auch gerne Priorität bekommen. Weil wir brauchen Nahrung, ganz wichtig. Können eventuell auch noch einen... das ein zweites Mal bauen. Ja, lass uns das ruhig machen. 87%... Ja komm, 87% ist okay.
Achso, da ist noch ein Bürger, der obdachlos ist. Okay. Okay, ein paar Bäume sind noch markiert zum Holzfällen. Wir beschleunigen nochmal die Zeit. Ah, und es wird Nacht. Ah, hier noch. So. Priorität hinterlegt. Okay, gut. Und da sind auch direkt Bürger eingezogen. Die haben aber noch keine Straße. Die Straße muss hinter verlaufen. Sind hier mal großzügig, ha? So. Wir sollen auch noch Dekorationen bauen. Ja, dann werden wir hier noch weiter für Licht sorgen für die Nacht. Ja, am Straßenrand ruhig mal. Und dann sind wir bald schon bei 10. Ist hier auf der Seite auch noch. Und hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9. Da noch eins. Man kann auch hier zum Beispiel eins unserer Schilder hier an eine irgendwo dran packen. Kann man selber drehen. So, und dann halt so positionieren, dass es keinen Clipping-Effekt gibt. So, so sieht es da gut aus. Zack. Wir haben unsere 10 Dekorationen. Und wir haben noch einen Obdachlosen. Dann werden wir dem nochmal ein Haus bauen. So. Ja, warten wir, bis es fertig ist. Dann kann man das halt ganz gut machen mit dem Eingang. Da brauchen wir noch ein paar Bretter. Sind hier auf jeden Fall aktiv. Wir können auch eine Fischerhütte bauen. Das wird uns zwar jetzt nicht vorgeschlagen, aber dafür brauchen wir normales Holz und Steine. Dann natürlich auch noch viele Bretter. Ne, wir haben jetzt schon zweimal zwei Sammler. Bleiben wir erstmal dabei. Beschleunigen. So, da werden noch die letzten Bretter hingebracht. 4 Stück fehlen noch. Ah, unsere Leute sind glücklich. So, jetzt kommt ein. Kommen 2 Arbeiter. Halt das Gebäude dann errichtet.
So. Dann brauchen wir jetzt Sammler. Die sollen schnell sein und Glück haben. So, jetzt haben wir hier Schnelligkeit 1,1, Glück 1,8. Das ist doch... Kann man mit arbeiten. Dann nehmen wir direkt noch einen zweiten. Schnelligkeit 1,1, Glück 1. Okay. So. Und hier bekommt natürlich auch eine Straße. Einmal so. So, Feuerstelle habt ihr ja bereits. Und die Nahrung, die dort gesammelt wird, die Früchte, die werden dann hier zum Marktplatz gebracht. Das heißt, wir brauchen jetzt auch euch mal einen zweiten Arbeiter, der hier für den Marktplatz zuständig ist. Haben noch Wohnraumprobleme? Sieht's hier aus? Ah, geht langsam voran. So, uns wird wieder Tag. Ah, und hier die Bäume, die wachsen langsam nach. So, wir haben die erste Frucht gesammelt. So, nächstes Projekt. Ein Lager. Hier können wir ruhig einigermaßen zentral bauen. Macht ja Sinn. Und jetzt sehen wir da hier übrigens die Verbindung zur Straße. Wenn ihr da aufmerksam hingeschaut, dann automatisch gezogen. So. Da gibt es noch Steine. So, wir sollen auch etwas für unsere medizinische Versorgung tun. Ja. Also ein Heiler ist das praktisch. Den kann man auch hier zwischenbauen. So. Und hier bauen wir dann noch ein bisschen was Dekoratives rein. Oder einfach mal einen Brunnen, wir haben noch gar keinen Brunnen. Mal so. So, was sagt die Glückseligkeit? Ja, wunderbar. Baum des Lebens. Wir haben hier 6 Aufstiegspunkte. Wir können das hier freischalten. Machen wir das ruhig schon mal. Kostet 4 Punkte. Und dann können wir Landwirtschaft betreiben. Eine Brauerei hätten wir auch. Zumindest schon mal. Da können wir Bier brauen, jawohl. Windmühle. Zack.
Unser Getreide wächst 5% schneller. Und ja, verbesserte Überlebenschance im Winter. Aber zumindest jetzt schon mal freigeschaltet. So. Lagerhaus wird gebaut. Priorität. Und hier auch mit Priorität. Sieht es da hinten aus? Da haben wir noch keine Sammler zugefügt. Ihr sollt schnell sein und Glück haben. Jawohl. Oh, hier. Glück 2. Dann noch natürlich eine Straße bauen. Kommen wir da mit einer Straße durch? Okay. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Straßen und Bäumen. Bauen wir lieber so, dass wir an den Bäumen die Straße entlang legen. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber naja, gut, machen wir es so. Licht ist schon da. So, da fehlt noch ein Arbeiter. Schnelligkeit 1,2. Und wir bräuchten noch ein Wohnhaus. Wenn wir genug Platz haben, können wir das Wohnhaus da einstellen. Okay. Und einmal beschleunigen. Ja, wir könnten natürlich auch wild jagen. Und, wie schon mal kurz angedeutet, hier fischen gehen. Da fehlen noch Bretter. Holz wird langsam überschaubar. Hier, die kleinen Bäume, die würde ich jetzt nicht abholzen. Dann lieber mal ein klein bisschen weitergehen. Im Moment. So, jetzt seht ihr ja auch, dass wir Einnahmen generieren durch den Marktplatz. Ah, da werden die Früchte hingeliefert und die Bewohner gehen dann zum Marktplatz und kaufen sich die Früchte. Okay, hier. Einmal zuweisen. Eine intelligente Person, die sich um die Gesundheit unserer Bürger kümmert. So. So, wir sollen Brot produzieren. Und die Brotproduktion schauen wir uns bei der nächsten Folge an. Macht's gut. Bye bye.